Moin Moin Leute, ich bin Smo. Heute gibt's schon wieder ein Album-Review. Ich war auf dem Oxygen Extreme 2017, vor wenigen Tagen bin ich wiedergekommen und ich habe mir eine ganze Menge an ziemlich nicen Vinyl-Geschichten gekauft. Eins davon, oder ein erstes davon, will ich jetzt reviewen. Und zwar geht's um Coffin Birth, und zwar hier um die 10-Inch Necrotic Liquefaction. Ich war am Stand von Dead Heroes Records. Das ist ein tschechisches Record-Label und da habe ich so einige Sachen gekauft. Und ich kannte Coffin Birth so grob aus dem Internet ein bisschen. Also das Cover kam mir schon sehr bekannt vor. Ich glaube, ich hatte es auch bei YouTube schon mal so beiläufig gehört und nicht überkrass gefunden, aber das Cover war mir da ins Auge gestochen. Und ich war da eh so am Merch, am Vinyl-Shoppen an dem Stand, hab da several 7 Inches gekauft, hab dann hier diese 10 Inch auch noch mitgenommen. Ja, bevor ich es vergesse, nochmal kurz mein Bias, also wie schaue ich auf dieses Release. Ich bin nicht super familiar mit der ganzen grindish Power Violence DIY-Szene. Ich habe das Gefühl, ich rutsche da gerade so ein bisschen eher aktiv gerade rein. Ich habe kein anderes Coffin Birth Release. Ich bin also nicht sehr vertraut mit der Band. Scheint, was ich im Internet gelesen habe, das ist 2014, glaube ich, rausgekommen. Das sind 3 Leute aus Australien. Bevor ich in das Review einsteige, wie immer, gucken wir uns das Release doch erstmal genauer an. So, da haben wir das Release. So sieht es von vorne aus. Ich habe leider so kleine Macken hier drin bekommen. Das bleibt nicht aus, wenn man das auf dem Festival kauft und wieder im Zelt ist. Also ich habe mich bemüht, dass da nichts drankommt, aber kleine Macken sind leider drin. So sieht es von vorne aus. So sieht das von hinten aus. Hinten einfach nur ganz schlicht die Tracklist und das Label-Logo. Das Cover ist sehr nice und zwar, wir packen das mal aus hier. Legen das mal nach oben hier. So, was haben wir hier? Wir haben schon mal einen kleinen Sticker, das finde ich immer sehr geil. Wenn einfach kleine Sachen dabei sind, das Cover ist sowieso mega geil. Ich finde das Logo cool. Das sind zwei unterschiedliche Schriftarten hier zusammengefused. Das kenne ich so, glaube ich, von keinem anderen Logo oder keiner anderen Band. Finde ich sehr, sehr geil, das als Sticker dabei zu haben. Der wird irgendwie prominent bei mir platziert werden. Das Cover ist ja sowieso krass. Das ist hier von diesem Coverart bei Stanislav Bezginski. Ich spreche das wahrscheinlich falsch aus, aber viele Leute kennen den Dude. Der lebt nicht mehr, war ein krasser Künstler. Der hat sehr krass, sehr morbide Zeichnungen gemacht, Malerei gemacht. Da findet man immer wieder von ihm Artwork bei verschiedenen Bands. So, dann haben wir jetzt hier ein Lyric Sheet. Der ist leider nur einseitig bedruckt. Das ist ein bisschen schade. Hier hätte man sich ein bisschen was gewünscht. Hier sind ganz einfach die Lyrics drauf und ein paar Informationen, wo es aufgenommen wurde. In Brisbane. Das dürfte Australien sein. Genau. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal die Vinyl schnell an. Die ist ganz edel hier im schwarzen Folder. Und es ist eine One-Sided 10-Inch. Das heißt, hier haben wir die Songs. Wir haben hier so ein sternartiges Artwork in der Mitte. Auf der anderen Seite, die ist geätscht oder wie man das nennt. Ich weiß nicht, kommt das richtig rüber? Kann ich das? Sieht man das? Dann muss ich da nochmal... Ich versuche da mal ein bisschen näher ranzugehen. Wenn da das Licht richtig drauf fällt, kann man das sehen. Ja, jetzt, guck mal hier, ich versuche das mal scharf zu stellen. Ganz genau, hier auf der Seite haben wir so ein... Ich weiß nicht genau, was das für ein Zeichen ist, muss ich sagen. Könnt ihr mal googeln, könnt ihr mal rausfinden. Das ist auf jeden Fall auf der anderen Seite drauf geätscht. Sieht ziemlich morbide und auch finster aus, also passt zum Overall. Zum Overall Look des Albums. Hier ist schon mal ein Haar von mir drauf, auch nicht so gut. So sieht das Packaging aus. Solide, Cover ist geil, Sticker mit dabei. Ja, richtig nice. So, okay. Jetzt haben wir gesehen, wie es von innen aussieht. Jetzt wollen wir darüber sprechen, oder will ich darüber sprechen, wie klingt es denn eigentlich? Was ist da eigentlich los? Grundsätzlich ist Coffin Birth auf jeden Fall eine Grind-Kapelle. Also Grind ist da als dominierendes Merkmal vorhanden. Grundsätzlich zum Sound habe ich so einen Dreiklang rausgehört. Also Grind ist vordergründig und dominiert eigentlich das ganze Ding. Hat auf jeden Fall aber Hardcore-Einflüsse und auch Death-Metal-Einflüsse. Sehr prägnant in dem ganzen Sound auf dieser 10-Inch, auf dieser EP.
Hier ist auf jeden Fall auch die Doppel-Vocals. Es gibt einmal richtig tiefen, dumpfen Gesang, der schon Death Metal-mäßig rüberkommt. Und dann haben wir so einen ganz klassischen Grind Gesang, der so sich auf diesen Vokalen quasi die Wellen reizt. Du verstehst gar nicht die Wörter genau, es ist eigentlich nur ein langes immer so, also die A's werden da sehr betont. Ich sag jetzt ein bisschen was zu den einzelnen Songs, die da drauf sind, dann schließlich ein Fazit. Zack. Es sind 9 Tracks auf der 10-Inch drauf. Wie gesagt, ich reviewe ja immer die Sachen so, wie sie sind. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Vinyl, ich habe jetzt die Vinyl, auch nur die Vinyl zum Review gehört und kann deswegen nichts zu der konkreten Albumlänge oder zu der Songlänge sagen. Ich habe es jetzt nicht mit der Stoppuhr gestoppt, würde aber grob schätzen, das Ding dauert nicht länger als 10 Minuten. Bei 9 Tracks macht das roundabout irgendwie 40 Sekunden bis 1 Minute 30 sind so die Songs im Schnitt lang. Gut, kommen wir zum ersten Song. Der erste Song heißt Mushroom Cloud, ist mehr so ein Intro-Song. Es wird quasi so kurz angeteased, dass es krasses Geballer auf diesem Album geben wird, grindmäßiges Geballer. Es wird immer wieder von tiefen Tom-Schlägen unterbrochen. Wir kriegen schon beide Vocal-Stilarten geboten. Es geht fließend über in den nächsten Track und das zieht sich auch das ganze Album, die ganze EP über durch. Also wenn man es anschmeißt, es fließt in einem durch, es ballert dich eigentlich in einem durch weg. Sehr gut zum am Stück hören. Es geht also fließend über in den zweiten Song, Pixelated Beyond Recognition. Hier geht es wieder ganz klassisch los mit einem schnellen Grind, tiefe Vocals, danach die hohen Vocals. Es kommt dann ein kleiner Mid-Tempo-Part, wo ein bisschen, was heißt Mid-Tempo, ein bisschen nicht super Grind, so ein bisschen lower Tempo, wo ein bisschen mehr gestampft wird. Was wir auch viel auf diesem Album haben, auch in diesem Song, ich nenne das immer Getacker, das ist dieses Das ist halt kein komplettes durchgewalzte, keine Gravity Blast, aber es ist halt so ein, was fast noch mehr Aggression eigentlich hat, weil es halt dieses so schnell, wie man sich halt eigentlich normalerweise vorstellen könnte, wie man das Schlagzeug vorantreiben könnte. So wird da halt wirklich schön getackert, schön nach vorne geballert mit den tiefen Vocals, hat das einen sehr fetten Sound, der einen eigentlich ziemlich nach vorne geht und ziemlich nach vorne drückt. Nächster Song, Stagnant Stench. Der Song beginnt ganz grind-typisch mit den Anschlägen von den Sticks, was halt so super fest. Dann geht's halt sofort los. Ist so ein bisschen. Ich finde, es ist ein cooles Element so. Normalerweise hat man halt dieses. Normalerweise hat man das, kennt man natürlich aus dem Rock, so ein, 2, 3, 4. Dann geht's irgendwie los und es hat einfach im Grind dieses. Und dann ballert alles los. Genauso geht der Song los. Man hört so sehr prägnant diese super schnellen Stick-Anschläge. Dann wird weiter gegrindet. Es gibt ein paar Drumwirbel, dann kommen so diese ganz typischen Maschinengewehr-Drums, nenne ich die immer, wenn man halt, oder man sieht oft Leute oft bei Konzerten im Pit oder so aus dem Death Metal eher, dass die so tun, als hätten sie diese Flak in der Hand und so alles wegballern. Auch das finden wir hier wieder. Geht schön nach vorne. Hat dadurch, auch dann, wenn die tiefen Vocals kommen, schon so einen Death Metal-Style. Also da fühlt man auf jeden Fall dieses Death Metal-Element, kommen diese Maschinengewehr-Drums und diese tiefen abgedumpften Vocals. Schon ziemlich nice, geht gut nach vorne. Danach kommt in dem Song, danach grinden die Drums wieder weiter und die Gitarre spielt eigentlich mehr so einen Hardcore-mäßigen Riff eher. Also da haben wir genau jetzt hier in diesem einen Song diese drei Elemente total da drin. Wir haben, der Anfang knüppelt mega fast mit einem Grind-Style, dann kommen wir mehr in so einen Death-Metal-mäßigen Part mit den tiefen Vocals und dann kommen wir in die Grind-Drums wieder und die Gitarren spielen eigentlich mehr so ein Hardcore-mäßiges Lick. Und das passiert aber alles innerhalb von wenigen Sekunden, sag ich mal. Also der Song dauert, weiß ich nicht, die Songs fließen ineinander über, es ist schwer, jetzt ohne wie auf einer CD die Minutenanzahl zu haben, das richtig einzuschätzen, aber es ist alles super kurzweilig und in einem positiven Sinne. Also das kommt ein geiler Part und da kommt aber direkt was Neues dran und es ist kurzweilig, aber nicht hektisch und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Dann kommt der vierte Track, der heißt Diplomatic Immunity. Also hier kommt eine ganz kurze Riff-Einleitung in den Song und das ist auch die erste Stellung auf der EP, die erste Stelle, wo man so ein bisschen aufatmet. Also die ersten drei Songs eigentlich gehen einfach in einem durch. Der Anfang ist ja eh nur ein Intro-Song, dauert wenige Sekunden. Danach die beiden Songs drücken einen in einem weg und jetzt kommt ein Gitarren-Intro, was so ein kurzes Aufleben-Moment hat. Im Hintergrund quietschen die Gitarren, es ballert alles mögliche, es kommt ein cooler rollender Part, auch nur ganz kurz, aber zwischen diesem Grind kommt so ein schöner rollender Part, der so ein bisschen zum Nicken einlädt,
Auch sehr schön platziert. Danach kommt wieder Grindgetacker. Und wir haben am Ende einen schönen Mid-Tempo-Mosh-Part. So ein bisschen Two-Step-Hardcore-mäßig. Wo irgendwie so ein bisschen hier wieder das Segelschiff rauskommt. Man segelt eins, eins, eins. Man segelt nicht, rudert. Da kommt wieder so ein bisschen dieses Ruderschiff. Rudert man so ein bisschen. Ja, also das ist halt, wenn man es richtig grindet, danach kommt diese Ruder-Parts. Die drücken einen dann nochmal richtig rein. Fünfte Track heißt 101 Steps to Avoid Becoming a Martyrer. Bei dem Song musste ich so ein bisschen auf jeden Fall vom Sound her an AC/DC denken, Antichrist Demon Core. Ich bin ja nicht super in dem Grind-Game drin. Ich weiß nicht, inwieweit der Vergleich jetzt hier valide ist. Aber mir kam da so ein bisschen die Erinnerung an AC/DC, auch wenn der Sound grundsätzlich von Coffin Birth ein bisschen dreckiger ist und auf jeden Fall auch abwechslungsreicher in der gesamten Gestalt. Der sechste Song heißt Cousin Kisser. Oder Kissers, Mehrzahl, guck ich nochmal nach. Kissers, Mehrzahl sogar. Cousin Kissers, also mehrere Leute küssen ihre Cousinen. Oh oh. Bei dem Song finde ich interessant, dass es halt ein Sample-Intro gibt. Wir haben wieder ein schnelles Geballer, wo die hohen Vocals dabei sind. Danach kommt ein bisschen langsamerer Teil, wo die tiefen Vocals schön dominant drücken. Aber hier gibt es eine Mini-Bridge, da hört man ganz kurz den Bass raus. Das ist mir stecken geblieben bei dem Song. Song 7, Guilt Ridden Erosion. Hier, wir haben hier einen, mal einen langsamen Anfang und das geht über in einen sehr interessanten Teil. Und zwar kommen wir hier in so eine sägende Gitarre rein, die mich absolut an Bolt Thrower, also so eine Bolt Thrower-ische Geschichte startet da, dass die Gitarren diese durchgehenden. Ja, das ist dieser sägende Gitarrensound. Kommt sehr, sehr geil an dieser Stelle als neues Element neben diesem absoluten Vorwärtsgeballer. Sehr schönes Stilelement hier. Bringt dadurch auch die Gitarren, den Gitarrensound und die Gitarren an sich ein bisschen nach vorne. Also wir haben viel Geballer hier, die Drums sind weit vorne dadurch im Mix und vor allem die tiefen Vocals sind auch sehr prägnant. Und hier gibt es mal eine Stelle, wo kein Gesang ist und diese sägenden Gitarren dadurch ein bisschen mehr Raum bekommen, finde ich sehr gut. Aus diesem Bolt-Thrower-ischen Part kommen wir mit einem Metal-Drum-Wirbel raus, der dann wieder in einem Hardcore-mäßigen, holperigen Drum-Intro wieder reinstartet quasi, also wir kommen aus Bolt Thrower, gehen in so ein Metal Crescendo raus, kommen dann in so ein Hardcore Drum Wirbel wieder rein, was uns dann in so einen punkigen, schnellen Part reinbringt, wo hohe und tiefe Vocals teilweise auch, glaube ich, gemischt übereinander singen. Danach kommt wieder so ein Two-Step Ruder Part mit High Vocals akzentuiert gut reingesetzt. Super guter Song eigentlich, kurz, knackig, geile Elemente drin, kurzweilig aneinander geschnitten, also was hat aneinander geschnitten, kurzweilig zusammengefused. Sehr, sehr nice, gefällt mir echt gut. Track 8, The Ripping and the Tearing. Da haben wir so ein punkiges DM-Death-Metal-Intro-Teil. Dann kommt eine Double Bass noch dazu. Das bringt auch so ein bisschen Metal-Vibe eher mit rein. Schön Mid-Tempo oder ein bisschen nicht super Grind-Part, der dann übergeht im zweiten Teil des Songs. Da haben wir einen definierten, schön definierten, auch nicht so schnelleren Teil, wo die Gitarre wieder ein bisschen weiter nach vorne kommt. Auch ein nicer Track. Dann kommt Track 9, der letzte Track, Avian Anthrax Terror Attack. Wir haben hier so ein Bong-Intro, zumindest also so, hört sich so blubbern, schlürfen an. Ich denke mal, das ist, ich identifiziere das als Bong-Ziehgeräusch. Auch hier haben wir wieder boltischer, bolt-throwischer Teil, wenn man genauer hinhört, quasi wahrgenommen werden. Er steht hier nicht so alleine, es gibt Gesang drauf und er ist auch nicht so präsent und nicht so, die Gitarren stehen nicht so alleine. Aber man kann ihn immer noch hören und bringt dadurch ein schönes Walzen-Element in den Song mit rein. Das heißt, der Song beginnt relativ langsam, wie wir haben dieses Bong-Bolo-Bolo mal anfangen, ist nicht so super schnell, dann kommt dieses Bolt-Throw-ische Part, dann kommt ein krasser Break und dann haben wir der zweite Teil des Songs, ist absolut Grind wieder. Da kommt auch richtig dieser Staccato-Grind rein, das ist so ein bisschen in diese Power-Violence-Richtung erinnert. Super kurze Drum-Stops und absolutes Geknüppel. Hier haben wir auch dann im zweiten Teil, in diesem Baller-Grind, zweiten Teil, haben wir, dass die Vocals nicht komplett über den Grind singen, sondern dass geballert wird und der Gesang eher so akzentuiert immer auf die Enden der Vierer-Takte oder immer auf die Enden der Taktzahlen singen. Das heißt, hier haben wir auch mal einen Grind-Teil, wo die Gitarre ein bisschen mehr Raum bekommt, was mir auch ziemlich gut gefällt. Ja, das waren die einzelnen Songs, 9 Dinger, aber wie gesagt, es fused eigentlich alles ziemlich gut ineinander zusammen. Das hört man so in einem durch. Wenn ich jetzt nicht aus so einer Review-Perspektive das angehört hätte,
könnte ich halt nicht genau sagen, ob jetzt dieser eine Part in Cousin Kissers vorkommt oder in The Ripping and the Tearing. Das ist so ein Ding, das legst du auf, das dauert keine 10 Minuten, das hörst du durch und das macht richtig Spaß und ballert richtig gut. Grundsätzliche Kritikpunkte an der Scheibe habe ich eigentlich wenige. Was mir beim, wieder vor allen Dingen, wenn ich es umso öfter ich gehört habe, aufgefallen ist, dass die tiefen Vocals interessanterweise lauter, ein bisschen lauter oder mehr prägnanter sind als die hohen Vocals. Die hohen Vocals, Schrei-Vocals, sind für mein Gehör besser in den ganzen Sound eingearbeitet, eingewoben. Die hohen Vocals klingen so ein bisschen oben drauf gesetzt und sind mir ein bisschen zu prägnant, könnten so ein bisschen eingedumpft werden, so ein bisschen eingestampft werden in den Sound mit rein. Den Bass hört man mehr oder weniger gar nicht, in den einen Bridge meine ich ihn wahrnehmen zu können. Würde ich mir, glaube ich, ein bisschen mehr wünschen. Also da so ein bisschen mehr verzerrten, richtig schön fuzzy Bass drunter, könnte ich mir gut vorstellen, was auch zu der anderen Kritik von mir übergeht. Gitarrensound ist nicht super prägnant, ist aber auch nicht schlimm. Die Drums sind weit vorne und ballern. Das ist das tragende Element, glaube ich, hier. Aber ich könnte mir den Overall-Sound ein bisschen dreckiger vorstellen. Also die Gitarre ein bisschen dreckiger, vielleicht ein bisschen mehr quietschen ab und zu hier und da im Hintergrund. Vor allen Dingen auch, wenn man sich das Cover so anguckt, diese sehr dystopische Szenerie, slightly dreckiger im Sound, könnte ich mir gut vorstellen, was dem Album noch so ein bisschen mehr Roughness, ein bisschen mehr Dreck und Geilheit geben würde. Quasi Fazit, es ist eine geile Mischung. Es ist ein geiles Grind-Release mit kleinen, feinen Noten drin, die man entdecken kann oder die gestreut sind, die richtig Bock machen, die kurzen Breakdowns quasi, wo es in diese Hardcore-Two-Step-Parts geht, diese kleinen Ball-Thrower-Elemente. Die Mischung aus Grind, Hardcore, bisschen Death Metal machen das für mich eine sehr runde Sache, ein sehr interessantes Ding. Abschließend noch zu den Lyrics. Ich habe die Lyrics mitgelesen, auch mehrmals, habe mir allerdings nicht die Texte komplett übersetzt. Das heißt, ich muss sagen, ich habe nicht alles verstanden. Grundsätzlich scheint auch hier ein bisschen gemischt zu sein. Also wir haben irgendwie Cannibal Corpse-mäßige Texte auf zum Beispiel Songs wie Stagnant Stench, wo es dann irgendwie über Maggots geht und im Keller liegt eine Leiche. Und der Protagonist irgendwie beschreibt, wie er halt in dieser Situation umgeht. Wir haben irgendwie politische Texte auch, also Diplomatic Immunity, wo sie singen halt Diplomatic Immunity can't save you now. Nothing can save you now, das ist ja wohl anscheinend eine Kritik an das politische System oder an Politiker. Die diplomatische Immunität wird aufgehoben und man kann dann da jetzt juristisch oder andersweitig belangt werden. Dann haben wir so Songs wie Cousin Kissers, die irgendwie mehr in so eine Redneck-Inzucht-Thematik reingehen, was mich irgendwie vielleicht so ein bisschen an Makaber oder auch an... erinnert oder ähnliche vergleichbare Redneck-Geschichten. Genau, also das scheint auch eine diverse lyrische Geschichte hier zu sein. Also, all in all, für mich ein sehr geiles Release, sehr kurzweilig, macht absolut Spaß zu hören und wird auch irgendwie nicht alt. Ich habe es jetzt viele Male gehört, seitdem ich es gekauft habe. Ich würde dem Album auf meiner 15-Punkte-Skala schon dicke 11 Punkte geben. Also ich finde es echt gut, das Album. Ja, wie gesagt, ich habe noch eine Menge andere Vinyl mit aus Tschechien gebracht. Vielleicht mache ich dazu auch noch Reviews, wenn ihr Bock habt, Vorschläge zu machen. Wenn ihr Wünsche habt, was ihr gerne mal gereviewt haben wollen würdet, könnt ihr das auch gerne sagen. Danke fürs Zuhören. Das war, glaube ich, mal ein bisschen kürzeres Review zu einem sehr kurzweiligen Release. Ich glaube, das passt. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. See you next time on 7amian YouTube Channel.